Herzlich willkommen im blauen Salon des Stadtmuseums Oldenburg. Mein Name ist Dirk Meyer und ich arbeite hier als Kunstvermittler. Ludolf Backhäusen, der Maler dieses Seestückes, wurde 1631 in Emden geboren und siedelte 1650 nach Amsterdam um, wo er als kaufmännischer Angestellter in einer Handelsfirma arbeitete und sich zum Maler ausbilden ließ. Er war der bekannteste Marinemaler Amsterdams und starb in Ansehen und Wohlstand im Jahr 1708. Die Niederlande waren eine wohlhabende und führende Seemacht. Es liegt nahe, dass das Thema der Seefahrt sich in zahlreichen Gemälden wiederfindet. Auf dem Gemälde sehen wir viele Schiffe, die sich auf stürmischer See befinden und Gefahr laufen, an den Klippen zu zerschellen oder zusammenzustoßen. Es geht allerdings nicht nur um die Darstellung von Schiffen. Man geht davon aus, dass eine tiefere symbolische Bedeutung hinter der Marinemalerei steckt, da die Malerei des goldenen Zeitalters, also des 17. Jahrhunderts, sehr reich an Symbolik war. Eventuell muss man zum Verständnis dieser Bilder den Psalm 48, Vers 7 hinzuziehen: Du zerbrichst die Schiffe im Meer und durch den Ostwind. Die Niederländer waren sehr religiös und sahen sich selbst und ihr Schicksal in der Hand Gottes, so wie die Schiffe auf dem Bild ihrem Schicksal ausgeliefert sind. Es gibt aber auch eine weitere mögliche Lesart des Bildes. Zu Backhäusens Lebzeiten gab es mehrere Kriege, die die Niederlande gegen England führten. Wenn man genau hinschaut, erkennt man die englische Flagge. Vielleicht ist dieses Bild auch eine Anspielung darauf, dass die Niederländer die besseren Seeleute gewesen sind.